Hallo zusammen, heute geht es mal wieder um die große Königsburg 7946 aus dem Jahr 2010. Und ich habe euch natürlich wieder ein B-Modell mitgebracht. Nachdem der dunkle Zauberer von den Drachenrittern ja jetzt einen Turm hat, braucht der gute Zauberer des Königs jetzt natürlich auch einen. Schauen wir uns den Turm doch mal näher an. Dieser ist ca. 40 cm hoch und damit ungefähr gleich groß wie der des dunklen Zauberers, den ich euch bereits vorgestellt habe. Unten steht der Turm auf einem Felsen, in den eine steinerne Treppe gehauen wurde. Am Ende dieser Treppe befindet sich die Eingangstür. Im Stockwerk darüber kann der Zauberer Tränke brauen. Dazu hat er hier einige Zutaten in Fläschchen an der Wand hängen. Wie jeder richtige Zaubererturm hat auch dieser hier ein Seitentürmchen mit einer verspielten Spiralenform. Dieser ist über eine Kette mit dem Balkon verbunden. Ganz oben wiederum befindet sich das Studierzimmer des Zauberers, in dem er all seine Bücher aufbewahrt. Wahrscheinlich habt ihr schon den Eingang zum Verlies bemerkt, der sich unterhalb des Eingangs zum Turm befindet. Bei dem blauen Zauberer handelt es sich um eine aktualisierte Version von Magisto aus den klassischen Lego Castle Sets. Dieser wird häufig auch als Merlin bezeichnet und daher darf hier das Schwert Excalibur natürlich nicht fehlen. Dieses steckt in einem Stein und lässt sich herausziehen. Ebenfalls zur Merlin-Saga gehört natürlich der Heilige Gral, den Merlin praktischerweise direkt unter seinem Wohnsitz aufbewahrt. Das macht die Suche deutlich einfacher. Hier seht ihr nochmal den Kessel, in dem der Zauberer seine Tränke braut. Und ganz oben das Bücherregal sowie einen Tisch mit Fackeln. Da der Turm längst nicht alle Teile der großen Königsburg verwendet, bleibt noch genug übrig, um ein Bonusmodell zu bauen. Und zwar ein Teil einer modularen Burg. Ein Eingang mit funktionierender Zugbrücke darf natürlich nicht fehlen. Auf der Rückseite sieht man, dass an alles gedacht wurde, auch an eine Treppe, um auf die Mauern zu gelangen. Die Burg ist natürlich sehr simpel aufgebaut, dafür ist der Zaubererturm und besonders der Felsen, auf dem er steht, umso aufwendiger gestaltet. Schauen wir uns mal den Turm der Burg an. Dieser hat unten eine einfache Holztür und auf der Rückseite sieht man auch hier wieder eine Anspielung auf Merlin, nämlich eine Tafelrunde, an der König Arthur und seine Ritter Platz nehmen können. Über der Tafelrunde befindet sich Stauraum für eine Truhe, in der sich ein paar Schätze befinden. Die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für diesen Zaubererturm und die Burg findet ihr auf rebrickable.com. Dort findet ihr auch viele weitere B-Modell-Anleitungen zur großen Königsburg. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, euer Sebbel.